Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Septerra Core. Wir sind jetzt hier in der Piratenbasis von Connor und sind gerade dabei, ihm das Handwerk zu legen. Auf mehr oder weniger freundliche Art. Aber dafür müssen wir natürlich jetzt erstmal zu ihm kommen. Und da sind wir jetzt gerade fett dabei. Oh, was haben wir denn? Die stehen hier so schön beieinander. Der hier ist als nächstes dran. Oh. Gönnung. Ach, schade. Das hat nicht komplett gezwiebelt. Das hat nur ihn getroffen. Ich hatte Hoffnung. Schaffst du die 32? 37, Verzeihung. Passt. Perfekt. Perfekte Mundo. Sehr gut. Da oben war noch was. Gibt's was zu trinken? Ein Trank. Sehr gut. Nehmen wir gerne mit. Und dann müssen wir da die Treppjes wieder hoch. Und ich würde ganz gerne... Wie schaut's bei euch aus, Kinderlein? Ihr könnt wieder was gebrauchen. Der nicht. Bei Lobo ist das leider immer so eine Sache. Es gibt leider keine Heilmittel direkt für Roboter. Entschuldigung. Kaneppe. Ja, ich bitte euch, bitte nur die zwei hier angreifen. Bei Lobo müsste ich reparieren. Oder wenigstens nicht allzu oft. Ach, Kiddes, ich will auch endlich mal. Schnauze. Wer ist denn als nächstes? Der da. Tschüss, mein Freund. Und jetzt der da wäre als nächstes. Das ist immer so traurig. Weg mit dir. Kein Mensch will dich haben. Inklusive deiner Mutter. Tschüss. So, einmal hier. Oh ne, warte. Ich weiß gar nicht, muss ich das machen? Weiß ich gar nicht mehr. Klack. Okay, das war nur das. Ich habe jetzt praktisch einfach nur hier das oben wieder geöffnet, was wir im Grunde gar nicht brauchen. Aber ich weiß gar nicht, wie wir dann nach draußen kommen, wenn das soweit ist. Ich bin doch jetzt am Anfang, oder nicht? Ach, warte, natürlich. Ich muss wieder zurück. Ich habe den roten Schlüssel hier unten gekriegt. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ich muss ja wieder runter. Oh, guten Tag, die Herrschaften. Immer mit der Spitzhacke im Kopf. Das tut doch weh, Jungens. Das macht doch Aua. Oh, genau 116. Sehr schön. So, schmetter ihn weg, mein Freund. Dankeschön. Sehr gut. Braucht ihr was zu essen? Ah ja, die sieht wieder schlecht aus, die Gude. Nee, der kann noch einen Kampf vertragen.
Ich wollte gerade sagen, hui, eine Biene und ja. Wir sind immer so eine Millisekunde schneller. Yikes. Ja, das hast du jetzt davon, ne? Verfehlst du, kriegst du direkt einen Stich. Einen Sonnenstich. Aber es halt so. Schlappschwänzin. Oh, die haben doch mehr Leben, als ich dachte, tatsächlich. Aber erst Hundi. Hundi muss dringend weg. Oh, so macht die aber auch viel Damage. Ja gut, es liegt wahrscheinlich auch an der Biene, weil das ja eine Biene war. Die haben ja generell ziemlich wenig Leben. Auch nicht schon wieder diese. Ich will nicht gegen diese scheiß Roboter kämpfen. Das sind Nervroboter. Tschüss. Ich hasse diese Viecher. Sorry. Ich mag die nicht. So, einmal roter Schlüssel. Ich sehe die. Einmal spüchern. Ich kann gar nicht oft genug spüchern. Hallo. Wenn die sich etwas anstrengen. Das wird knapp. Das nicht. Level 18. So, wo lang? Nach unten. Guten Tag. Aha. War wohl nix. Ach, der tarnt sich. Oh nein. Er tarnt sich, das ist nicht gut. Schnell die anderen kaputt schlagen, bevor die sich anfangen zu tarnen. Und bitte, genau, sehr gut, den zuerst, bevor der wieder vergiftet. Ha. Ja, jetzt heißt es halt abwarten, bis der enttarnt ist. Ha, und jetzt aufs Maul. So. Lalala. Na, wie schaut's aus? Ah, passt noch. Das Wichtigste ist, dass es dem Robby noch gut geht. Ach, nicht schon wieder die da. Ach, komm. Schon wieder drei. Nee. Nee. Das haut's mir ja das ganze Energy weg. So, hier haben wir auch noch was. Und ich glaube, dann sind wir auch schon beim Boss. Ich glaube. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube. So, gut, wir gönnen uns mal. Das wollen wir brauchen. Ich halte den jetzt trotzdem nochmal hoch mit dem Zeug. Ja, der passt. Geh nochmal speisern. Und dann geht's ab. Lobo, das wurde auch Zeit. Bist du endlich bereit, dich uns anzuschließen? Wie ich sehe, hast du einige Freunde mitgebracht, die den Platz deines Vaters einnehmen. Bist du nicht einer meiner Sklaven? Ich werde dir den Tod meines Vaters niemals vergeben. Lobo, Lobo, ein Roboter hat keine Familie. Ich hatte eine. Jetzt nicht mehr.
Hackbratze. So, wir wissen, was man bei Bossen immer erst macht. Ne? Hier. Erstmal eine Runde Schutz aktiv halten. Und dann seht ihr hier schon diese ganzen Dinger. Die drehen wir rum. Also, was heißt, die drehen wir rum? Da ballern wir ordentlich drauf. Ich weiß gar nicht mehr, ob man einfach so drauf ballern konnte oder ob man die speziell... Ich weiß dann gar nicht mehr. Ich habe das null mehr im Kopf. Das ist schon mega lange her. Aber ich weiß, dass man die umdrehen kann. Ja, und dann zielen die nämlich auf ihn. Und dann kriegt er aufs Maul. Ja, ja, du kannst dich segnen, so viel du willst. Ich weiß noch nicht mal, was das bedeutet, diese Segnung. Ich glaube, das ist dann irgendwie so die Ausweichchance oder so. Ja klar, das Ding ist riesig und du verfehlst, Junge. Weil ich glaube, der kann relativ viel einstecken. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Der hat viel Leben. Und den kann man, glaube ich, mit Zaubern traktieren. So, und solange die jetzt auf den draufhauen... Machen wir jetzt noch mal ein paar Zauber. Zauber. Ein verzauberter Bär. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir mal den Höllenblitz, bitteschön. Und ab die Wurst. Na? Okay, Blitz funktioniert schon mal nicht, aber ich meine, irgendwas hatte mal funktioniert. Aber jetzt sind sie wieder alle bei mir. Boah, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht einmal zu viel klicke, sodass er den angreift. Das wäre ungünstig. So, einmal wieder hier. Dann versuchen wir es mal mit Feuer, weil das, die Granaten ja eigentlich auch Feuer sind. Blut, Feuer. Ach komm, das reicht nicht. Ach, willst du mich verarschen? Okay. Nein! Scheiße, jetzt bin ich aus dem Spiel getappt. Das ist natürlich jetzt noch mehr ungünstig. Nicht gut. Nicht gut. Mach das nicht. Nee, hier. Ich extra zwei verpulvern, damit ich den Zauber wirken kann. So, ein neuer Versuch. Mit Feuer diesmal.
Das war übrigens Ouroboros. Nee, das bringt genauso viel. Nämlich nix. Gut, dann konzentrieren wir uns halt weiter auf diese kleinen Kackbiester da unten. Ich glaube, dann wird alles andere auch nicht funktionieren. Ja, ist gut. Oh, der Gute hat übrigens auch sein Schild verloren. Das sehe ich ja jetzt. Alter, verfehlt doch nicht alle ständig. Was ist los mit euch? Hört doch mal auf, immer alle zu verfehlen. Das sieht man übrigens mal ganz schön, die Verfehlrate in dem Spiel. Aber nur beim Spieler. Beim Gegner ist das nicht. Ja, siehst du, sobald das irgendwie auf den Gegner losgeht, kann alles verfehlen. Aber wenn es auf mich losgeht, verfehlt es natürlich nur mit einer sehr, sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Die schon fast nicht mehr der Rede wert ist. Ja, wie oft wurde in dem kompletten Spiel, wo ich jetzt schon jetzt played hatte, wie oft habe ich die Gegner verfehlt und wie oft habe ich die Gegner verfehlt? Ja, das sagt schon alles. Oh Gott, nicht gut. Bitte nicht sie. Nein! Mach das nicht, du Arsch! Hier. Da, frisst das. Ja, jetzt brauche ich natürlich wieder das hier, ne? Da kann ich mir auch die Core-Energie die ganze Zeit sparen. Sorry, wenn man mich hier die ganze Zeit das Klicken hört, aber ich möchte so schnell wie möglich die ganz gerne wieder hier geschützt wissen. Naja, mach du nur deinen Segen. Das interessiert mich ein Scheiß, Kind. Solange du mich nicht angreifst, ist mir das wurscht. So, du auch nochmal drauf. Und dann treffgefälligst. Ja. Warum? Warum frage ich überhaupt treffgefälligst? Warum sage ich überhaupt treffgefälligst? Ja, guck, das habe ich gemeint. Wenn man einmal zu viel klickt, dann greifen die sich gegenseitig an, weil der direkt hinter dem Ding steht. Ist natürlich ach geil. Ja, er ist schon auf Rot. Sehr gut. Also diese Verfehlrate, ne, da haben sie sich echt einen Bock geschossen in dem Spiel. Das ist echt unfassbar. Sind aber eigentlich verhältnismäßig noch alle recht gut in Schuss. minus 7000, noch irgendwas, habt ihr das gesehen? Ja, Segen SK, geschafft. Er entwischt uns. Vergiss Corner, wir müssen noch immer deine Crew retten. Genau. Das ist ein Schlüsselbund. Mein Schlüsselbund. 19.000 Erfahrungspunkte. 19, 21, 18. 18.000 Gold, Alter. Kann ich den noch ein bisschen öfter, weil der ist verhältnismäßig eigentlich echt easy zu bekämpfen. So, erstmal hier ihr armen Wöschchen. Ah ja, komm, dir geben wir auch mal was. Und natürlich Speicher nicht vergessen. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zurück. Komm, nee. Wir haben gerade Connor gekillt. Auf euch Kackbratzen habe ich keine Lust. Ich hasse diese Roboter. Die sind so unnötig in dem Spiel. Weißt du, bis ich die kaputt habe, habe ich 5 Brote gefressen und 1 kriege ich wieder zurück. So ungefähr, weißt du? Ja, das ging wohl daneben. Ach, nicht schon wieder. Ja. Ist klar. Darf ich jetzt?
tschüss. Und tschüss Part 2, hoffe ich. Jawohl, mach ihn kaputt. So, und wir warten jetzt einfach wieder, bis der Deppen nicht mehr getarnt ist. Da klaut der mir einfach Mana. Nee, Core-Energie, nicht Mana. Ein Jahr später. So, Ende der Geschichte hier. Nee, nee, nee. So, wir müssen eigentlich geradeaus nach oben nur noch, ne? Ach, nicht schon wieder. Da unten sind schon wieder diese blöden Roboter. Hoffentlich muss ich da nicht hin. Doch, da sind aber welche. I hate it. Naja, super. Erstmal direkt ein Schild hochziehen. Aber die machen so viel Damage mit. Nö, komm. Ich hab keinen Bock drauf. Hat ein Schild, der erste Deppen verfehlt. Nö. Einfach nö. Ja, komm, hier. Euch kicke ich auch wieder einfach so um die Ecke. Tschüss. I have no Bock. Ja, also nicht meckern. Ich habe von Anfang an gesagt, hier, ich nutze das und dann ist die Sache auch erledigt. So, und jetzt einfach Kerzen gerade durch. Ja, war so klar. Steht so eine scheiß Biene einfach. So eine doofe Biene, ey. Oh, jetzt machen die nur noch 12 Schaden und keine 20 mehr. Ach, komm. Yay. Viel Spaß. Bei den Viechern, die jetzt alle mega übertrieben schnell sind. Ja, Kinder, es ist gut. Weißt du, und jetzt, Connor besiegt, alle fett EP kassiert, alle fett Level kassiert und dann wird man totgestochen von einer Biene. weil wir nur noch einen einzigen Lebenspunkt haben oder so. Das wäre jetzt der Knaller. So, Schnuffki, jetzt fehlt eigentlich nur noch du. Jo. Na, wie schaut's bei euch aus? Ja, ihr könnt schon wieder ein Brot vertragen. Ich glaube, hier kommt noch mal ein Grüppchen. Deswegen spuiche ich jetzt hier noch einmal. La 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 la. La 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 la. Mein Geld. Mein hart verdientes, erklautes Geld. Yeah. Einmal den mit dem Tarn wegnehmen. Und einmal hier. Das wegnehmen. Daneppe. Oh, 10 Pünktchen nur noch. Ja, da hat er dein Schild auch nicht mehr sonderlich viel gebracht jetzt, hä? Da sieht man mal, wie gut wir schon ausgerüstet sind, wenn wir die so locker umboxen können hier. Ach, guck mal, jetzt sind sie zu zweit hier. Oh. Ja.
Alter! Leck mich doch am Arsch hier! Mit eurem Scheiß verfehlen jedes dritte Mal! Mensch, dann halt so! Abgeschlossen. Ist ja gut. Ist ja gut. So, ab mit euch. Huscht euch. Ihr seid frei. Yay. Ich frag mich nur, wo die bitte hinwollen. Die können doch eh nicht raus. Ich meine, das ist unter Wasser, der Eingang und Ausgang. Wie sollen die bitte rauskommen? Kann mir das mal einer erzählen? Hallo, Hund. Tja, hat ja viel gebracht, ne? Gefällt mir gar nicht. Vor allem nicht bei dem. Ja klar, die sind einfach mal beide gleich schnell gewesen, oder wie? Hau den weg, damit er nicht nur irgendwie mit Schilden ankommt. Dankeschön. Meine Nase kribbelt. Das mag mir nicht gefallen. So, nächster Schlüssel. Ich glaube, das waren sogar nur diese zwei. Kommt jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Geht zum Schiff. Sagt den anderen, wir kommen bald nach. Verschwinden wir hier. Ja, vor allem, ich darf jetzt wieder rauslaufen. Ich liebe es. So, wie schaut's bei euch aus? Ihr könnt mal wieder was zu fressen gebrauchen. Ja, du könntest auch mal ein bisschen, du passt noch. So, ja, und jetzt einfach im Grunde der gleiche Weg wieder zurück. Wo wir Lobo und Badu praktisch abgeholt haben, vorhin draußen. Das heißt, einmal quer durch. Nachdem wir gespeichert haben. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade gespeichert habe. Ich glaube schon. Ist aber egal. Einmal zu viel ist besser als einmal zu wenig. Und dann wieder zurück auf dem gleichen Weg, wo wir hergekommen sind. Ach, Giften ist immer kacke. Ohr mal weg. Ohr mal weg. Und hoffentlich das dritte Mal weg. Ja. Gut. Oh, da hat fast das Doppelte abgezogen, was der an Leben hat. So, tun wir wieder speichern. Man weiß nie, was passiert zwischendurch. Kommen wir durch? Ja, dann lauf doch auch, Mädchen. Ja, jetzt müssten wir hier eigentlich direkt rein. Ach, schade. Ich dachte, ich käme noch vorbei. Ja, komm, nee. Mit Roboter? Nein, danke. Geil Lust. Ich will hier weg. So, bin ich denn richtig? Ja. Ach, da läuft man denen auch alle ständig in die Arme. Klau mir doch nicht mein Mana, will ich immer sagen. It's mein Mana. Kauf dir dein eigenes.
Füßen. So. Das Schiff ist auf dem Weg. Alter, hier wird's langsam echt dunkel. Ich nehme übrigens irgendwann um 7 Uhr abends gerade auf. Willkommen zurück, Leute. Bringt uns jetzt hier raus. Ja. Was machst du da? Ich sehe mir die Rückhaltechips der Djinnen mal genauer an. Ihr habt nie rausgefunden, wie man sie loswird? Mein Vater hat meinen zerstört, hat mir aber nie gesagt, wie. Kein Problem. Es kann losgehen. Lobo, ich bin frei. Faszinierend. Tja, dein Schiff ist auch faszinierend. Wir könnten jemanden wie dich gebrauchen. Mein Schiff und ich stehen zu eurer Verfügung. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr ein ehrbarer Pirat ist. Moment mal, das sind die Todfeinde meines Volkes. Nein, jetzt da sie frei sind, nicht mehr. Ich werde nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Und sag bloß nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, wenn eins von den Dingern Amok läuft und uns alle umbringt. Maya, wir müssen zur oberen Scholle, um Gunnar und den Kaiser aufzusuchen. Du glaubst also, Gunnar hat die Schlacht um die Okulare überlebt? Sie will doch nichts anderes als ihren geliebten Doskias finden. Einzig der Kaiser kann uns helfen. Wind City braucht unsere Hilfe. Wir sollten sofort nach Terra 3 aufbrechen und bei der Befreiung meines Volkes helfen. Du willst nur zu deiner liebreizenden Layla zurück. Oh, hör doch bitte endlich auf damit. Wenn sich die Erwählten nicht gegen Doskias stellen, können wir die Befreiung von Wind City buchstäblich in den Wind schreiben. Wir folgen dir, wohin du uns auch führst, Maya. Genau. Jawohl, wir haben ein Schiff. Juhu. Jetzt können wir überall hin, wo immer wir auch hinwollen. Ja. Das erste, wo ich hin will, ist hier, weil ich hier schlafen möchte. Schiff? Achso, erstmal einen fetten Umweg machen, klar. Endlich ein Schiff. Hallo, ich würde gerne schlafen gehen. Ich bin müde. Sehr sogar. Willkommen. Schlafen. Bitte. Danke. Ah. Ah, schön. So, dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Tschüss.